Viele in unserer Generation träumen davon, schon in der Schule das große Geld zu machen. Im Internet sehen wir immer wieder Werbung und Videos über Dropshipping, Social Media Agencies, Affiliate Marketing und vieles mehr. Viele dieser Business-Ideen sind in unserer Generation stark verbreitet und vor allem das Reichwerden wird immer wichtiger. Doch wie zahle ich meine Miete, finanziere die anderen Fixkosten oder finanziere mein Business, solange es noch nicht läuft? Eine Ausbildung könnte deswegen eine gute Option sein, um nachhaltig Geld zu verdienen und einen Skill zu erlernen, den andere vielleicht noch nicht haben. Außerdem kann eine Ausbildung der Türöffner an die Selbstständigkeit sein. Hier sind meine Top 4 Ausbildungen, in denen du nicht nur gutes Geld verdienst, sondern auch die Möglichkeit hast, sogar schon reich zu werden. Viel Spaß mit dem Video. Bevor ich nun zu der Auflistung der Ausbildung komme, ist wichtig zu erwähnen, dass du dich von dem Geld nicht blenden lassen solltest. In erster Linie ist es wichtig, dass du einen Job oder eine Ausbildung ausführst, die dir auch Spaß macht und in der du aufgehst. Denn der Begriff Beruf kommt von Berufung. Deswegen lass dich nicht blenden, wähle einen Job, der dir wirklich Spaß macht. Am Ende wirst du dann auch darin aufgehen. Unabhängig von der Höhe der Vergütung. Wie finde ich jetzt aber den passenden Ausbildungsberuf für mich? Viele Unternehmen bieten Kurzzeitpraktikas, Langzeitpraktikas etc. an. Nutze also deine Ferien oder deine Freizeit, um einfach mal für ein paar Wochen oder für ein paar Tage in einen Beruf reinzuschnuppern, um zu sehen, ob der dir wirklich was taugt. Weil vergiss nicht, eine Ausbildung geht mindestens 3 Jahre und wenn du etwas anfängst, solltest du es auch immer zu Ende bringen. Merk dir das. Lass gerne ein Like und ein Abo da, wenn dir der Kanal gefällt und schau auch gerne auf meine anderen Social Media Accounts vorbei. In der Videobeschreibung findest du außerdem Links, in denen die ganzen Ausbildungsberufe nochmal genauer beschrieben sind. Nummer 1 ist der Immobilienkaufmann. Als Immobilienkaufmann bist du zuständig für die Vermietung, den Kauf und den Verkauf von Immobilien. Außerdem übernimmst du die Verwaltung von Bestandsimmobilien. Du kümmerst dich eigentlich um alles Kaufmännische in der Immobilienwirtschaft. Wichtig ist, verwechsel den Immobilienkaufmann nicht mit dem Immobilienmakler. Als Immobilienkaufmann lernst du alles rund um die Immobilien kennen und kannst viele Kontakte während der Ausbildungszeit knüpfen, um nach der Ausbildung einen Einstieg als Immobilienmakler deutlich einfacher zu machen. Im ersten Ausbildungsjahr verdienst du bereits rund 1020 Euro pro Monat. Wichtig hierbei ist, bewerbe dich immer bei mehreren Unternehmen und prüfe vor Beginn der Ausbildung genau, was das Unternehmen macht und welche Aufgabenbereiche du übernehmen wirst, um zu vermeiden, dass du im Büro versauerst und nichts Nachhaltiges lernst. Nun ein kleiner Tipp von mir, wie du auch neben der Ausbildung noch on top etwas Geld verdienen kannst. Wenn du gerne ins Fitnessstudio gehst, überleg dir doch, am Wochenende vielleicht ein paar Stunden im Fitnessstudio zu arbeiten. Oder du kannst als Kellner in Bars oder Restaurants etwas nebenher kellnern, um noch etwas Geld plus Trinkgeld zu verdienen. So bist du auch nicht in der Wahl der Ausbildung so eingeschränkt und kannst auch einen Job ausüben, in dem du vielleicht nicht so hohes Ausbildungsgeld verdienst. Natürlich kannst du deine Freizeit auch nutzen, um die Side-Hustles aufzubauen. Im Intro habe ich ein paar schon genannt. Probier dich gerne aus, um nebenher vielleicht noch dein Ausbildungsgeld aufzubessern oder gar nach der Ausbildung noch mal etwas ganz anderes zu machen. Du sitzt nicht so gerne im Büro und möchtest etwas mit deinen eigenen Händen erschaffen? Dann ist Job 2 genau der richtige für dich, eine Ausbildung im Handwerksbereich. In Deutschland gibt es einen extremen Fachkräftemangel, vor allem im Bereich des Handwerks. Und außerdem besteht eine riesen Nachfrage nach Leuten, die gute Arbeit im Handwerk verrichten. Ich beziehe mich in dem Beispiel jetzt auf den Maurerberuf, aber hierbei ist es egal, für welchen Handwerksberuf du dich entscheidest, der Fachkräftemangel und die Chancen sind in jedem Beruf ähnlich. Aufgaben als Maurer sind unter anderem der Gebäudebau, Rohbauten, Betonarbeiten und vieles mehr. Grob gesagt erschaffst du diverse Gebäude. Vorteile in dem Beruf sind, dass du einen sehr limitierten Skill lernst, den in Deutschland nur wenige besitzen. Du bist Experte in deinem Gebiet. Nach der Ausbildung kannst du deinen Meister machen und selber ausbilden und eine eigene Firma gründen, um auch im Handwerk das große Geld zu verdienen. Außerdem brauchen viele einen Fachmann wie dich und du kannst nebenher den ein oder anderen Euro dazu verdienen, wenn du verstehst, was ich meine. Auch das Ausbildungsgehalt lässt sich sehen. Im ersten Layer startest du bei ca. 920 Euro, was sich im dritten Layer auf bis zu 1400 Euro steigern kann. Voraussetzung für diesen Beruf ist der Hauptschulabschluss. Wichtig ist hierbei, dass du dir bewusst bist, dass du viel draußen arbeitest und Berufe im Handwerk körperlich sehr anspruchsvoll sind. Wenn dir Handwerksarbeiten doch etwas zu anstrengend sind, könnte Job 3 perfekt für dich sein, und zwar eine Ausbildung zum Fachinformatiker. Die IT-Branche ist einer der am stärksten wachsenden Bereiche der Welt. Und auch in diesem Job ist die Nachfrage nach Auszubildenden extrem hoch. Es gibt verschiedene Fachrichtungen, für die du dich als Fachinformatiker entscheiden kannst. Es gibt Fachrichtungen wie die digitale Vernetzung, den Bereich Daten- und Prozessanalyse, die Anwendungsentwicklung und die Systemintegration. Ich beziehe mich in dem Beispiel am meisten auf die Anwendungsentwicklung. Auch hier lernst du einen Skill, den in Deutschland nicht viele besitzen. Das Potenzial ist mega. Auch bereits in der Ausbildung hast du die Möglichkeit, nebenher eine ordentliche Stange an Geld dazu zu verdienen. Im Bereich der Anwendungsentwicklung entwickelst du neue Programme und optimierst bereits bestehende.
Du lernst die verschiedensten Programmiersprachen, was dir einen ungeheuren Vorteil bringt. Bereits während der Ausbildung kannst du als Freelancer kleinere Projekte übernehmen und neben der Ausbildung dein Gehalt etwas aufstocken. Das Ausbildungsgehalt liegt im ersten Layer bei rund 1050 Euro und steigt auch hier mit den Jahren an. Auch hier ist wichtig, befasse dich im Vorfeld, in welchem Bereich der IT du dich bewirbst, um zu vermeiden, dass du in einem Bereich landest, der dir gar keinen Spaß bereitet oder dich persönlich gar nicht weiterbringt. Auch hier empfehle ich dir, dich vorher mit dem Unternehmen zu befassen, um zu wissen, wo du dann wirklich landest. Auch hier reicht eine mittlere Schulreife aus, um die Ausbildung zu beginnen. Als kleines Extra habe ich den Job des Polizisten in die Liste mit aufgenommen. Wieso als Extra? Als Polizist bist du sogenannter Beamter und nicht in der freien Wirtschaft tätig. Das heißt, dein Gehalt ist gedeckelt, du kannst es öffentlich einsehen über die sogenannte Besoldungstabelle und auch die Aufstiegsmöglichkeiten sind begrenzt. Sollte es aber dein Traumjob sein, Polizist zu werden, könnte auch dieser Beruf für dich sehr interessant sein. Als Anwärter bzw. in der Ausbildung verdienst du rund 1250 Euro. Das Ganze unterscheidet sich von Bundesland zu Bundesland, da jedes Bundesland ihre Beamten anders bezahlt. Auch hier macht es auch mal einen Unterschied, ob du bei der Bundespolizei oder Landespolizei bist. Vorteile, die du als Beamter hast, sind zum einen, dass du unkündbar bist, wenn du Beamter auf Lebenszeit bist. Das erreichst du nach 5 Jahren. Außerdem ist dein Gehalt geregelt und steigt je nach Dienstgrad mit der Zeit immer weiter an. Außerdem hast du eine deutlich bessere Altersvorsorge als Menschen in der freien Wirtschaft. Da du nach Beendigung deiner Beamtenlaufbahn Pensionär wirst und somit deutlich mehr Geld erhältst im Pensionsalter als jemand, der in der freien Wirtschaft gearbeitet hat und normal Rentner wird. Wichtig ist als Polizist, du arbeitest größtenteils im Schichtdienst. Das heißt, du musst nachts arbeiten, tags arbeiten, am Wochenende arbeiten und teilweise auch an Feiertagen. Sei dir das auf jeden Fall bewusst, wenn du dich für den Job des Polizisten entscheidest. Nun kommen wir zur vierten Ausbildung und meinem persönlichen Favoriten. Die Ausbildung zum Kaufmann für Versicherung und Finanzen im Vertrieb. Wieso Vertrieb, komme ich gleich zu. Als Kaufmann für Versicherung und Finanzen stehen deine Hauptaufgaben in der Kundenberatung im Bereich der Versicherung und der Finanzanlagen, der Prüfung von Leistungsansprüchen, der Betreuung der Bestandskunden und dem Ausbau des Kundenstamms. Du lernst neben dem Fachwissen über die diversen Versicherungen und Finanzen des Unternehmens generell, wie der Finanzsektor, das Geldsystem und die Versicherungswirtschaft funktioniert. Das kann dir im Privatleben einen ungemeinen Vorteil erbringen, um Vermögen aufzubauen. Außerdem lernst du bereits in der Berufsschule, wie du deine eigene Versicherungsagentur gründest, mit der du dich nach der Ausbildung selbstständig machen kannst. Nun kommen wir zum Punkt, wieso der Bereich Vertrieb so wichtig ist. Bereits in der Ausbildung berätst du Kunden und verkaufst denen Produkte. Du lernst das Verkaufen, was dich im Leben einfach weiterbringt, egal ob im privaten oder beruflichen. Im Leben ist alles ein Verkauf. Und jetzt das Beste, das Ausbildungsgehalt. Bereits im ersten Layer liegt das Ausbildungsgehalt bei rund 1120 Euro im Monat. Dadurch, dass du im Vertrieb bist, erhältst du auch bei einigen Unternehmen Provisionen, die deinem Ausbildungsgehalt nach oben in keine Grenzen setzen. Wenn du also fleißig bist und in den Beruf ausgehst, ist es realistisch, auch schon in der Ausbildung mehr als 2500 Euro pro Monat zu verdienen. Wichtig ist hierbei, da du viel mit Kunden im Kontakt stehst, solltest du ein offener Mensch sein, der auch gerne auf Leute zugeht. Außerdem solltest du wissen, wie man sich richtig artikuliert und ausdrückt. Auch hierbei ist die Auswahl des Unternehmens sehr wichtig. Viele Versicherungsunternehmen kürzen für Auszubildende die Provision oder zahlen gar keine. Wähle deshalb ein Unternehmen, das dir bereits in der Ausbildung gute Provisionssätze bietet. Dann spricht nichts dagegen, bereits in der Ausbildung einen schicken Schlitten zu fahren. Welche Ausbildung ist dein Favorit? Schreib gerne deine Meinung in die Kommentare und schau gerne auf meinen anderen sozialen Netzwerken vorbei. Sag mir vielleicht auch, welchen Ausbildungsberuf ich noch vergessen habe oder welchen ich in einem zweiten Teil auf jeden Fall mit aufnehmen muss. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Mach's gut, ciao.